Hallo, heute begrüße ich hier bei mir Leni Breimeyer. Leni ist unsere Berichterstatterin für Entgeltgleichheit und damit erschließt sich auch sofort das Thema, das wir heute haben. Das Thema ist der Equal Pay Day. Leni, der ist ja in diesem Jahr ein bisschen früher als im letzten Jahr. Das heißt, die Lohnlücke zwischen dem durchschnittlichen Lohn einer Frau und dem durchschnittlichen Lohn eines Mannes hat sich ein bisschen geschlossen. Ist das jetzt für uns ein Grund zur Freude? Ja, manchmal ist der Equal Pay Day auch einen Tag früher, weil Schaltjahr ist, ist dieses Jahr nicht der Fall. Aber die Frauen haben ja letztes Jahr viel gearbeitet in den sogenannten systemrelevanten Berufen. Viele Männer waren in Kurzarbeit, also mehr als Frauen. Und wir glauben, dass deshalb der Equal Pay Day dieses Jahr ein bisschen früher ist. Wir glauben nicht, dass das schon die richtige Richtung eingeschlagen ist. Wir haben da noch ziemlich viel zu tun. Also wir haben immer noch typische Frauenbranchen, typische Frauenberufe, die einfach schlechter bezahlt werden. Und es ist so wahnsinnig mühsam, da vorwärts zu kommen. Wir können Entgelttransparenzgesetz machen. Wir hätten so gerne jetzt einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege hingekriegt. Da haben wir wirklich alles unternommen. Und da haben Diakonie und Caritas uns jetzt einen momentanen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir haben im Wahlprogramm der SPD was drin zur Steuerklasse 5 und Steuerklasse 3. Es geht natürlich auch um die gleiche Aufteilung der bezahlten und der unbezahlten Arbeit zwischen Partnerinnen und Partner. Also es gibt da eine ganze Menge noch zu tun, bevor wir am 31. Dezember angekommen sind und es keinen Equal Pay Day mehr gibt. Leni, wir sind beide ja schon Aktivistinnen in diesem Thema etwas länger und ich erinnere mich, dass wir immer gesagt haben, wir müssen Bewusstseinswandel machen, wir brauchen mehr Männer in den Berufen, die jetzt typische Frauenberufe sind und umgekehrt. Ich bin da ein bisschen müde, das hat die Jahre über nicht funktioniert, es gab auch europäische Programme dazu, also wir müssen andere Instrumente nehmen. Du hast einige erwähnt. Das Transparenzgesetz, kannst du das vielleicht mal erläutern? Viele sagen mir, ach Gott, was bringt das denn? Bringt das was? Na, in Deutschland gibt es ja kaum was Geheimeres als das Gehalt. Bei uns weiß man nicht, was der Nachbar verdient. Bei uns weiß man nicht, was der Arbeitskollege verdient. Es weiß man einfach nicht. Da wird ein großes Geheimnis drum gemacht. Und deshalb haben wir vor einigen Jahren das Entgelttransparenzgesetz also geschaffen. Aber es gilt eben nur für größere Betriebe. Wir müssen schauen, dass es auch für kleinere Betriebe gilt. Und um das geht es eigentlich, dass man einfach auch strukturell schauen kann, wie sind in meinem Betrieb vergleichbare Positionen bezahlt. Also darum geht es auch, weil wir ja wissen, dass unmittelbar nach dem Studium die Frauen, schon, auch wenn sie das Gleiche machen wie der Kollege mit dem gleichen Studienabschluss, schon zu Beginn mehrere hundert Euro weniger verdienen. Das ist völlig irre. Und deshalb einfach da tatsächlich Transparenz schaffen, damit man sich auch darauf berufen kann, weil du arbeitest neben deinem Kollegen und ahnst gar nicht, dass der mehr Geld kriegt. Und dann kannst du natürlich auch keine Lohnerhöhung verlangen, wenn du es gar nicht weißt, dass du zu wenig kriegst. Ja, also du hast ein ganz wichtiges Thema noch angesprochen, das ist die Lohnsteuerklasse 5. Vielleicht kannst du unseren Zuschauenden nochmal erklären, wo da das Problem liegt. Denn das höre ich auch ganz, ganz oft, dass mir insbesondere Frauen sagen, aber das ist doch was Tolles, dann hat mein Mann mehr Geld. Ja, es bleibt ja unterm Strich das Gleiche, wenn der Partner die Steuerklasse 3 hat und sie hat die 5. Aber das haben die am Anfang auch nicht. Am Anfang machen die ja schiedlich, friedlich Steuerklasse 4 beide. Und dann kommt das erste Kind auf die Welt und dann hast du, wenn du Glück hast, tatsächlich auch eine ordentliche Kinderbetreuung, womöglich auch schon früh. Und willst dann nicht unbedingt in Vollzeit arbeiten, weil du einfach diese Verpflichtungen hast. Und oft bleibt eben die Kinderbetreuung immer noch an der Frau hängen. Und dann rechnet, und dann derweil hat er sich die Steuerklasse 3 geschnappt und sagt, jetzt guck doch mal, wie viel ich da rauskriege. Und dann erzählt er ihr, dass sie eigentlich gar nicht so viel arbeiten muss. Ist ja auch so stressig für sie.
und dann kannst du noch ein bisschen weniger. Und wenn es saudum läuft, dann bist du in irgendeinem Beruf, wo ohnehin wenig verdient wird und schwabbelibab bist du im 450-Euro-Job, weil er dir vorrechnet, guck mal, was du an Fahrtkosten hast, was du Klamotten am Leib brauchst, was du in der Kantine essen gehst, was du alles ausgibst von deinem Rest, den du da hast, weil sie einfach durch die Steuerklasse 5 so viel weniger verdient, weil er mehr rauskriegt. Unterm Strich am Jahresende ist beides gleich, wie wenn sie Steuerklasse 4 hätten. Und insofern ist die Steuerklasse 5 einfach eine echte Teilzeit und 450 Euro Falle für die Frauen, die im Währenden dazu führt, dass sie nicht die Chancen im Betrieb nutzen und die auch den Mann davon abhält, sich an der Hausarbeit, an der Kindererziehung, zu beteiligen. Der geht dann nicht zum Elternabend und lauter so Sachen. Also die Steuerklasse 5 ist verflixt und ist eben auch noch so ein Wurmfortsatz unserer alten Gesetzgebung. Unsere alte Gesetzgebung, ich zum Schluss vielleicht noch referiere ich den Paragraph 1356 im bürgerlichen Gesetzbuch. Da stand bis 1977 wörtlich drin, die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Das heißt, das war die Grundlage für Frau ist nur Zuverdienerin. So meine Schwiegermutter, die hat immer gesagt, mein Schwiegervater hat immer gesagt, meine Frau hat es nicht nötig zum Schaffen. So, das waren einfach diese Zeiten. Und da müssen wir weg davon. Und wir haben einfach aus diesen Zeiten noch viel Rechtsgrundlage. Und dazu gehört auch dieses Steuerrecht. Und dazu kommt ja, dass wir in Deutschland bei den Sozialleistungen das Nettoprinzip haben. Also wenn ich in Steuerklasse 5 bin und ich werde mal länger krank und brauche Krankengeld oder ich werde arbeitslos und bekomme Arbeitslosengeld, da haben wir das Nettoprinzip. Da gilt also nicht, was habe ich vorher brutto verdient, sondern was habe ich netto verdient. Und dann tappen Frauen ja in die zweite Falle rein. Das merken wir gerade schmerzlich beim Kurzarbeiterinnengeld. Ja. Insofern, Leni, wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Viele von den Dingen, die du angesprochen hast, haben wir im Regierungsprogramm verankert. Ein paar Dinge haben wir in dieser Legislatur auf den Weg gebracht. Ich wünsche dir und der ganzen Arbeitsgruppe da noch ganz, ganz viel Erfolg, damit wir irgendwann dann gemeinsam am 31.12. nicht nur das Sektglas auf das neue Jahr erheben, sondern auch auf den Equal Pay Day. Herzlichen Dank. Ich danke dir.